Herzlich willkommen, mein Name ist Nicolas Werle und ich zeige heute, wie man einen Dell-Switch der N-Series oder um genauer zu sein, einen NL24P mit der Virtual Appliance des Hive Managers verbindet. Hierzu können wir zunächst überprüfen, welche Geräte sich bereits mit dem Hive Manager verbunden haben, indem wir oben auf den Monitor-Tab gehen und uns dort unter Devices dann nach einer kurzen Ladezeit alle Switches und Access Points angezeigt werden, die sich bereits mit dem Hive Manager verbunden haben. Wie man dabei unschwer erkennen kann, befindet sich in der Auflistung noch kein NL24P, das heißt, wir müssen uns zunächst mit dem Switch verbinden und dort die notwendige Konfiguration durchführen. Auf der Command Line geben wir dann natürlich zunächst unsere Login-Daten ein und rufen anschließend den Status des Hive Agents ab. Beim Hive Agent handelt es sich um eine Anwendung, die dazu da ist, die Verbindung zum Hive Manager aufzubauen. Den Befehl, um den Status abzurufen, ist schlicht und einfach Show Hive Agent Status. Und anschließend erhalten wir dann hier diese kleine Übersicht, die uns Auskunft über den Verbindungszustand gibt. Wie wir oben unschwer erkennen können, hat sich der Switch automatisch mit einem Hive Manager verbunden. Wenn wir jedoch in der Mitte schauen, erkennen wir, dass er sich nicht mit unserer Virtual Appliance verbindet, sondern mit der Cloud in Frankfurt. Um das zu ändern, wechseln wir zunächst in den Global Configuration Modus und geben dort Hive Agent ein. Anschließend müssen wir die Default-Instanz, die vom Hive Agent für die Verbindung verwendet wird, deaktivieren, da wir diese weder bearbeiten noch löschen können. Hierzu geben wir zunächst Server ein und anschließend den Namen der Default-Instanz, die sich Hive Manager NG nennt. Dort müssen wir dann einfach mit NoEnable das Ganze deaktivieren, können anschließend über Exit wieder in das vorherige Menü zurückkehren. Im nächsten Schritt hinterlegen wir nun die URL unserer Virtual Appliance. Das machen wir, indem wir wieder den Serverbefehl verwenden und quasi eine neue Instanz erstellen. Und dort dann schlicht und einfach mit dem Command URL entweder die IP-Adresse oder den Hostnamen unserer Virtual Appliance hinterlegen. Anschließend müssen wir das Ganze dann natürlich auch wieder mit Enable aktivieren. Und dann sind wir im Grunde schon mit unserer Konfiguration fertig. Der Hive Manager und der Switch brauchen jetzt bis zu einer Minute, bis sie die Verbindung aufgebaut haben. Und anschließend können wir das Ganze natürlich wieder mit dem Befehl Show Hive Agent Status überprüfen. Wie wir erkennen können, hat der Switch wieder eine Verbindung mit einem Hive Manager aufgebaut. Allerdings können wir an der URL erkennen, dass er sich jetzt nicht mehr mit der Cloud in Frankfurt verbindet, sondern mit unserer lokalen Virtual Appliance. Im Grunde sind wir damit auch fertig und können die SSH-Verbindung schließen. Was wir allerdings noch machen können, ist das Ganze uns nochmal über die Web-Oberfläche des Hive Managers anzuschauen. In der Web-Oberfläche gehen wir zum Abrufen des Status einfach unter Monitor Devices auf der rechten Seite auf das Aktualisierungs-Icon. Nach einer kurzen Ladezeit sollte nun unser NL24P hier angezeigt werden. Das war im Grunde auch schon alles, was man machen muss, um einen Dell-Switch mit der Virtual Appliance des Hive Managers zu verbinden. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Tag.